Also ich liebe es, für meine Familie zu kochen, aber auch für gute Freunde. Und ich möchte oder wollte gerne einfach die Flüchtlingsfrauen, die hier ankommen, die hier noch keine Kontakte haben, auch mit einbeziehen, dass eben aus Flüchtlingen Nachbarn werden. Und wie kann man das besser machen als in einer Küche? Und hier, so wie hier die Türen aufgingen zu dieser Küche, war ein einziges Gewusel und Geschnatter. Und jeder, der hierher gekommen ist, war ein Fremder in dieser Küche, weil sich keiner auskannte. Und das war wunderbar. Es ist vereint. Frauen reden miteinander. Es geht manchmal nur darum, wo ist das Salz oder wo ist die Pfanne. Aber damit, das ist der Anfang. Und danach wird es weitergehen. Also bei uns wie Syrien, das macht viel Spaß bei uns, die kochen und so. Und wir mögen viel essen. Also die Frauen. Bulgur, Pilav. Wo kommt das her? Aus der Türkei. Hat das gekocht und so? Ja. Persische Essen, das heißt Reime, geräucherte Reime. Das ist sehr lecker. Und ich habe eine Gruppe gegründet und wir haben den Kontakt gehalten. Wir helfen uns gegenseitig, wir tauschen uns aus. Es geht mal um eine Wohnung, es geht mal um Einrichtungen, es geht mal um die Kinder, um den Kindergarten oder um andere Probleme, die man vielleicht hat. Und wir haben einander schon mal so in der Küche erlebt und dann auch ein Vertrauen entwickelt. Und ich möchte gerne ein bundesweites Netz des Vertrauens schaffen. Von Frauen, von Deutschen, von Flüchtlingen, sodass die Grenzen sich endlich mal verwischen und wir ein Wir schaffen.